Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen zu unserem Maracuja-Bauprojekt. Und zwar, nee, halte mal. Bevor wir anfangen, schau mal, da links in der Ecke, links. Da links in der Ecke, unten, da ist so ein rotes Ding da, da steht Abo drauf. Da erstmal drauf drücken, abonnieren, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Kostet nichts beim Uwe und hilft uns und hilft dem Kanal zum Wachsen. Bap, unten links in der Ecke drücken, abonnieren und gut ist. So, jetzt Maracuja Bauprojekt. Wir haben das hier abgerissen. Das konnte man ja schon sehen in den anderen Video da, was wir jetzt gemacht haben da. Zusammenbruch und Abriss haben wir schon jetzt gemacht. Jetzt machen wir es neu. Wie machen wir es? Wir machen es so, dass Betonständer hinkommen. Ich habe hier schon abgesteckt. Guck mal. Frauchen, guck mal. Mit der Kamera. Was machst du schon wieder hier? Alles gut. Ne, schon so abgesteckt. Und zwar hat das jetzt die Länge von die... Ach du, willst du Dummheit machen hier, du störst die Aufnahme. Die Länge von 6x6 haben wir es jetzt gemacht. Und zwar, weil die Eisen, die wo dann oben drauf kommen, die haben auch 6 Meter lang. Dann passt das dann oben genau auf die Ständer dann mit drauf. 9 Ständer kommen hin aus jetzt Beton, 9 Stück an jeder Ecke, eins ist klar. In der Mitte kommen 9 Ständer hin, gut jeweils dann. Und hier als Träger in der Mitte kommt auch noch einer hin. Also dass dann die Eisen dann so laufen und dann nochmal diagonal nochmal laufen. Da wird es dann da. Ne? Und dann obendrauf können dann die Maracuja schön ranken. Ganz einfach. Ja, das wird dann so gemacht, dann werden wir dann hier mit dem Erdbohrer dann ein paar Löcher reinbohren hier. Die Ständerle rein, Zement rein und ein bisschen warten, dann oben drauf die Eisen und zack, zack, fertig, ne, das Ganze. Denke ich mir mal, so die Theorie. Wir machen das selber. Ja, sonst wieder gut Leute holen, da weißt du wohl, ne, dann ist nachher wieder krumm und schief dann da und dann kommen sie wieder nicht und ach man. Lee, come to helfen. Wann kommt Lee? Nächste Monate. Oh, interessant. Na ja, gut. Also, wir werden mal sehen. Also, ich habe jetzt mal geplant, ich mache es selber. Jetzt sagt sie gerade, Lee kommt auch noch. Okay, das wäre noch viel, viel schöner. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt erstmal los und die Eisen jetzt bestellen und die gut, Betonständer bestellen. Ich denke mir, er hat die jetzt gar nicht da in der Länge, die wir haben wollen, weil ich möchte 2,40 Meter haben. 50 Zentimeter kommt rein. Also, jetzt einen halben Meter unten rein. Bleibt noch 1,90 hoch und dann kannst du schön pflücken jetzt dann da. Ne? Wenn du wieder niedriger hast, dann musst du bücken immer dann, das ist auch blöd. Ne? Wenn es zu hoch ist, komme ich nicht hin. So, auch blöd. Ne? Also dachte ich mir so, machst du 2,40 Meter. Das passt dann schön. Also das werden wir jetzt losfahren. Wir werden dich jetzt bestellen. Wir fahren da wieder hin zu unserem Händler da, der wo die Betonsachen macht da. Die Ständer und die Rohre und die Halbrohre da, der wo das alles macht. Da können wir auch dann die Sonderwünsche äußern. Ich habe gesagt, also er soll dann oben, möchte ich, dass er dann die Eisen oben jetzt rausgucken lässt. Dann kann ich die dann nämlich oben drauflegen und miteinander verbinden und verschweißen. Und dann ist das angenehm dann. Also da drin in dem mit Beton ist ja auch noch Eisen drin. Ne? Ja, Eisen sitzt da drin. So. Und das guckt dann oben raus dann da. Dann kann man das dann schön einfach miteinander verbinden. Gut, das werden wir jetzt mal unsere Wünsche dort äußern, da fahren wir jetzt hin. Und zum Metallhändler fahren wir auch noch hin, Eisen bestellen. Oh, Eisen sind teuer jetzt geworden. Oh je, ne? Gucken, wie die Preise gestiegen sind, ne? Da machen wir jetzt mal ein Update von. Also, Material bestellen, auf geht's. So, hier sind wir wieder bei unserem Metallhändler. Wir sind die besten Kunden. Die besten. Kriegen wir auch schon Rabatt? Sieht's aus mit Discount hier für gute Kunden? Also, Eisen. Ich denke mir da oben, da. Die Kleinen hier. Ne?
So, wie sind die Preise? Die Preise, Preise. Preise, Preise. Hier gibt's Discount. Hier, ja. Nein. Ist aber schon alt, ist aber schon alt hier da. Schon alt. So, gut und billig. Her damit. Kiola. 145. Hey, 200 Baht. 95, ne? Ja, also sag mal gleich mal 200 Baht. Ja, also, jetzt geht's weiter. Seine super Preisliste. มันหนากว่าหน่อยนะ 370 immer 6 Meter lang sind die, ne? Wie normal, aber wie jetzt gelb, sieleng, ne? Ja gut, aber der gelbe da, ob der schon ein bisschen sieleng, ne? Der vielleicht schon ein bisschen zu dünn wird, ne? 190 เหรอ 190 อ่า อัน 195 Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Korn, fall aber hier nicht rein, ja, in dem Gulli hier. Kacken hier, ne? Wasser. Das Ding ist leer, aber trotzdem sollte man da nicht reinfallen. 300 บาทอันนี้มันคือแค่ของสีเขียวตัวนี้มันสามร้อยกว่าบาทนิ้วเหี่ยงวะพวกเป็นนิ้วคือนิ้วนะบ่อนิ้วคือนิ้วที่ตัวนี้ตัวนี้ตัวหนาจะบาทตัวหนาไอ้นิ้วคือนิ้วสองร้อยสามสิบกว่าแมงครับสองร้อยสามสิบและอันนี้เนี่ยสามหัวแดงโซ195ตัวนี้มันเครื่องมันไงแม่ครับนิ้วเครื่องสะเท่าบาท300นิ้วครึ่งเนี่ย370ดิกดิสไตรเฮเนต10อันนี้เท่าไหร่ก่อนนะลืมอ่ะอัน339ครับตัวหนาสูงตัวนี้ไตรเฮเนตนี่ตัวรองอันน้อยอุ่นไตร10ตัวรองตัวบางจักบาทรอง So, lange Rede, kurzer Sinn. Zack, zack, zügig. Die nehmen wir jetzt hier. 295. Die dann so hochkant hinstellen oben. Nicht so, ne? Platt nicht, sondern hochkant hinstellen so. Auf die Pfeiler drauf. Dann biegt sich das auch nicht so durch. Das hält dann, ne? Gut. 295 mal 10, 2950 Baht. Kennt ihr noch, ne? Von letztem Mal hier. Hightech in Thailand. Ah, Geld, der Glotsch da. Riesen Kran oben dran hier, Katze dran hier, guck mal da. Schön, ne? Hier drauf walzen sie ja dann die Bleche, ne? Dass man da diese Profile rausbekommt. Bogen kann das Ding auch machen hier, Bogen dran. Ja, so wie hier, guck mal da. Das macht die Maschine alles hier. Gibt's aber auch schon Video von Live in Action.
die schafft die Maschine. Horn, wir haben gesagt, heute Stahl kaufen. Vier Kilo, 100 Watt. Was ist denn das? Longdong. Longdong? Longdong. Longdong ist was anderes. Noch Longdong. Mach das eine. Yalla? Yalla, Yalla ist auch was anderes. Nee, vom Nakhon Ratchasima. Yalla vom South Thailand, aber hier, vom Ratchasima. 4 Kilo, 100 Baht. 2 Kilo. Schön. Genau. Das ist ja so wie Lamjai. Ach nee, das sind acht. Ah, ja, ah, die sind lecker. Auch ein Meer, ne? Lecker, die hier, ne? Guck. Wieder. Die schmecken noch besser als Lamjai. Ja, einfach. Ohne Kern. Nee, hat Kern. Ich hab keinen gehabt. Mehmeh. Hallo, ich mag mal. Lecker. Bisschen sauer. Nicht sauer. Bisschen sauer. Bisschen. Hallo. Nein. Ich bin süßer. Ja, gut, einen ganz kleinen Kern. Ganz kleine Kern. Aber die sind lecker, du. Bisschen sauer. Bisschen. Etwas süß. Süß, ja, sag mal, und ein bisschen sauer, so muss ich sagen. Lecker. Gut. Wir brauchen nicht bezahlen, oder? Fragt schon, ob er gleich kommen soll. Nein, das sind nicht unsere da, das sind noch nicht unsere. Er hat die schon drauf für jemand anders hier. Das sind nicht unsere. Aber er wollte schon gleich liefern. Ich sage, nein, noch nicht. Wir müssen ja noch weiterfahren. Lieferung kostet nichts. Ist immer im Service dabei. Also kostenlos Lieferung ist immer dabei dann. Was denn für einen schönen Kühlergrill hier dran? Was ist das denn hier? Ne? Spezial. So, jetzt sind wir wieder bei unserem Baustoffhändler hier. Der hat ja Steine, Zement, Sand und der macht ja auch dann die Ständerlänge. So, und da müssen wir jetzt gucken, dass er dann unsere Länge dann auch bestimmt anfertigt. Auf unsere Sondermaße und Sonderwunsch. Aber das macht er dann. Und uns das dann auch dann liefert, zeitnah. Wollen wir mal gucken? Ich gehe nochmal rum hier, ich zeige nochmal hier, was wir alles da so haben. Okay. So, es gibt einmal gibt es dann hier die Betonständer mit Fuß. Aber da muss halt wieder, ja, ich will da einfach nur Loch bohren da, ne, mit dem Fuß, dann muss ich wieder breiter machen. Brauchen wir nicht, hat ja nichts zu halten jetzt dann da, ne. Das sind dann also diese Eisen drin, jetzt wo ich sage, ne, die sollen dann oben jetzt rausgucken, dass ich dann da meine Eisen dran speisen kann. Ja. So. Also die mit Fuß. Gibt es? Ah ja, da gibt es auch noch hier diese Form, wo du das Eisen dann reinlegen kannst. Das gibt es ja natürlich auch, das kannst du auch machen. Ne? Das Eisen dann reinlegen. Auch eine Möglichkeit. Ne? Auch Möglichkeit. Ich finde ja diese zum Haus bauen da. Ne? Die Träger dann. Das gibt es natürlich auch. Aber ich will ja die ohne haben, ohne Fuß. Warte. Müssen wir mal gucken. Da kommt der Chef. Nee, ist nicht der Chef. Das ist andere. Nicht? Und dann gibt es dann die ohne Fuß, die für Zaun machen da. Ne? Und das. Ja, das reicht für uns dann. Guck. Nur er muss nachher gucken, dass wir oben dann den
Draht rauslassen, ne? Mit Fuß. Oder halt umgekehrt rein. Auch eine Möglichkeit, ne? Umgekehrt rein und dann den Fuß praktisch dann oben als Platte nehmen und dann da oben drauf das Eisen legen und verschweißen. Ne? Natürlich auch Möglichkeiten. Ne? Aber nee, komm. So, und hier machen sie die ja dann. Guck. In diese Form drin hier. Mit Fuß oder ohne Fuß? Richtig, der ist ohne Fuß. Oh, es kommt Regen. Es kommt Regen. Regen stört meine Aufnahme hier. Dass ihr euch vorstellen könnt, wie ich das meine hier. Also, diese Eisen da oben, ne, die sollen da so rausgucken. Und dann kann man dann das verbinden. Umkloppen, anschweißen, fertig. Hält 100 Jahre mit Garantie. Zack, zack. Also, es werden dann doch diese hier mit dem Fuß dran, weil er hat uns von abgeraten, das ohne Fuß zu machen. Mach mit Fuß, sagt er. Da muss ich halt ein bisschen mehr bohren da. Also einer auf 2,30 Meter lang kostet dann 209 Watt. Einer. Ich brauche 9 Stück. 1800 Watt über den Daumen. Zack, zack, fertig. Ne? Also mit Lieferung und dann diese Eisen dann da dran. Ne? Werden nicht so dicke Eisen. Also meine werden dann schmaler. Ne? 209 Watt, einer. Dann hält das auch. Ich darf die Frau gar nicht mitnehmen hierher. Das ist nichts, wenn die Frau echt mitkommt, da ehrlich du. Jetzt hat sie noch 300 Stück von den Steinen noch bestellt. Einer kostet 6 Watt. Einer 6 Watt, 300 Steine auch noch bestellt. Demnächst in diesem Theater. Dass der Lee was zu tun hat. Was machen wir damit? Toilette, da macht man die Sickergrube draus. Ne? Das ist natürlich, da kannst du mal ordentlich mal ein Ei reinlegen da, du. Das ist zu groß, ja, das ist viel zu groß, ja. Das ist nicht Standard hier, ne? Nee. Das ist nicht Standard, ne? Aber kann das auch so, aber ich finde nicht so groß. Das ist so, okay, das würde jetzt sich bei uns lohnen, oder? Boah, nee, das sind kleinere dann. Ich glaube da. Die man nimmt. Das ist auch noch wieder groß hier. Zu groß. Da hinten, da liegen sie. Da liegen sie. Also die sind für Wassertank. Wassertank, diese hier. Und das sind die für Toilette. Die sind richtig für Toilette, ganz genau, ja. 110 Baht. Geht eigentlich dafür, geht, ja. Ja, die steckst du dann übereinander dann, ne? Ist klar. Zack, 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 hoch. Und hast du dann deine Sickergrube drin. Wie es in Thailand üblich ist, ne? Deckel. Deckel, ja klar. Deckel muss auch am Schock klar. Ne? Deckel drauf und fertig dann. Nicht zu arbeiten. Nächste Arbeit. Ja. Ich werde bekloppt. Musst du suchen, geh anfangen. Ich werde bekloppt. Also Arbeit, es sieht aus, als wenn wir doch keinen Ruhestand bekommen. Du, hä? Ach, guck mal hier, siehst du hier? Der ist also zu. Das ist also dann unten. Und das wird das Problem bei uns sein.
Ne? Ja, also wer meinen Kanal verfolgt hat, der kennt das Problem, und zwar mit meiner Sickergrube von der Toilette vom großen Badezimmer, dass die recht schnell voll ist. Ne? Und da wird wohl der Boden drin sein unten, und da geht Toilette rein und da geht Dusche rein. So, und das Ding ist halt ruckzuck dann immer voll. Ne? So, da müssen wir dann noch was anderes konstruieren da. Hat mir der Gerhard schon eine Konstruktionszeichnung jetzt gemacht, wie wir das machen. Demnächst in diesem Theater. Noch nicht, nein, wir haben anderes noch zu tun. Aber da werden wir noch was anderes nochmal machen. Ja, gibt alles dann. Ne? Gut, ich schweife schon wieder ab. Also, die Ständer, er wird die jetzt machen, auf Maß, wie wir es haben wollen. Und dann in einer Woche sind die fertig. Ne? Erklär mal, wie man das Ding jetzt dicht kriegt. Haha, nicht zu doll. Wie Gabeln hat Sim diese. Ja. Dann mag unten. Ja. Aber diese muss um 3 Personen war schwer. Schwer. Dann wie mag unten dem Loch, dem Bock, dem Loch. Ja. Dann die Siemen hier. Aha. Dann next zu. Ist das dann auch dicht? Doch, die Leute machen das auch so. Ist das dann wasserdicht? Ja. Schwörst du? Ich hab Schwöre. Ah ja, okay, gut, wenn du schwörst. Dann Siemen, dann nächste. Nächste wieder drauf? Ja. Okay, wie viele Ringe? 4 Stück, wa? 2, 3. Kartoffeln, bei Hittag an. Sammeln Sie. Samtor, schon mal. Normalerweise 3. 3? 3 Ringe. Aber bei Uhr muss um 4 oder 5. Das liegt aber dann nur an der Bratwurst, muss ich sagen. Er hat gesagt, die 4 Stück mehr tief, du ne? Ja klar, ja, natürlich ist klar, ne? Ja, na ja, gut. Demnächst in diesem Theater. Jetzt sehe ich gerade hier, er hat ja hier schon Löcher mit praktisch drin. Ja, was heißt geht Löcher nicht, aber vor Bestand schon, dass du das aufstemmen kannst, dass das Wasser raus kann. Ob sie das bei uns jetzt gemacht haben, ich weiß das alles nicht. Oder sind die Löcher zu? Ich habe keine Ahnung, was ist das? 4 Ablaufdinger, die man da noch aufstecken kann, aufstemmen kann, das Wasser rausläuft. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt bei uns wirklich war. Ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es funktioniert bei uns nicht. Da kommt ja alle 30 Monate zum Pumpen dann. Ne? Mhm. Ja, dann man gute Seife machen. Ah, wir können lieber noch warten, jetzt bis Januar. Ne? Ja. Ich konnte die Erde dann. Aber jetzt ist so warm dann da. Ne? Okay, heute ist okay, heute ist gut. Aber ich mach's heute bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht. Neujahr. Ne? Neujahr ist wieder trocken, aber ist dann jetzt nicht so warm, ne? So, also, das war's für heute. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Wahrscheinlich, ne, wenn die Teile dann jetzt kommen. Und wir dann anfangen können mit Bohren und dann die Dinger setzen dann da. Ne? Nächste Woche ungefähr. Ich weiß es noch nicht genau. Ne? Ich weiß nicht, wie lange der schafft hier da, wie lange er braucht. Ne? Weil, muss ja gucken, er kann nur arbeiten jetzt, wenn es trocken ist. Ne? Jetzt, wenn es regnet, kann er nicht arbeiten. Heute regnet es. Ne? Also. Ich weiß nicht genau, wann er die Teile auch dann jetzt liefert. Demnächst in diesem Theater geht es dann lustig weiter mit dem Maracuja-Ständerle-Pavillon-Bau beim Uwe aus Thailand. Das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren. Da unten, da die Ecke links unten, Abo drücken. Das war's für heute und tschüssle. กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอู๋ค่ะขอบคุณค่ะ tschüssle habdr und servus und auf wiedersehen und bitte tschüssle.